meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Drei Sachen. Tolles Let's Play, danke. Zitat, mit der Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens. Ich hatte getippt auf Goethe und Faust, ist aber, wie gesagt, hier von IKT. Und vorher hat es noch Obi-Wan Kenobi gesagt, aus Friedrich Schillers Jungfrau von Orleans. Ja. Und Kronk ist nicht schlecht, sondern er ist wirklich ein guter Let's Player. Seine Stärke ist eben das Kommentieren. Häufig weniger das Gameplay, wenn man sich Bulletstorm anguckt oder auch eben jetzt Duke Nukem. Ja. Aber seine Stärke eben das Kommentieren und ich sag mal auch das freie Sprechen und Scherzen und Labern und Pillepalle machen. Das kommt eben bei einem Minecraft-Let's Play sehr gut raus oder ihm auch sehr zugute. Ja. Und das sind halt die unterschiedlichen Qualitäten, die man da vergleichen kann. Da hat jeder Let's Player so seine Stärken und Schwächen. Ja. Wieder sehr gute Folge. Bei dir finde ich immer gut, Kommentare auch wirklich interessant sind. Danke. Und nicht nur aus Zusammenhang, aus dem Gelaber bestehen, wie leider bei vielen anderen. Schau mal bei mir in die ersten Folgen rein. Ich habe genauso angefangen. Ja? Also zusammenhangloses Gelaber gibt es bei mir auch in den ersten Folgen. Das entwickelt sich einfach, da kriegt man dann einfach Übung. Ja, also auch als Tipp für alle Let's Player, Let's Show Player, Let's Shower, was auch immer, die gerade anfangen, gerade mit Minecraft. Ja, in das Reden, in das Kommentieren muss man einfach ein bisschen reinkommen. Das braucht ein bisschen Übung einfach und das entwickelt sich auch mit der Zeit. Na, ich hätte ehrlich gesagt auch nicht so gedacht, dass ich so eine Plaudertasche werde, wie ich jetzt bin. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Aufnahme schon wieder dauert. Ich tippe mal auf eine halbe Stunde. Kommentare deutlich mehr Niveau. Klar, ich bin halt einer der älteren Let's Player, wobei ich glaube, ich mache hier den Alterspräsidenten mit meinen 47 Jahren. Ja. Und da kommt es einfach, dass man ein bisschen mehr zu sagen hat, andere Sachen zu sagen hat, zu anderen Themen was zu sagen hat, auf eine andere Art und Weise etwas zu sagen hat. Und das Wichtigste beim Kommentieren ist eigentlich immer, dass man etwas zu sagen hat. Ja, hier nochmal Lob für den Kommentar, danke. Und wirklich schade, dass du so wenig Abonnenten hast. Das ändert sich ja mit der Zeit jetzt. Ne? Ich sagte es ja schon mal, wenn ihr meine Videos einen Daumen hoch gebt und oder sie favorisiert oder in Foren drüber sprecht bei Facebook, sonst wo andere Communities mich da empfiehlt, so verbreitet sich das halt weiter. Und mit den Daumen hoch und favorisieren kommen halt meine Videos, häufiger auf der rechten Seite bei verwandten Videos, sodass dann darüber auch neue Leute den Weg zu mir finden. Ich habe nochmal was getrunken. So, und mir gefällt es ehrlich gesagt ganz gut, dass sich die Community, die Abo-Zahlen, die Abonnentenzahlen, so langsam aber stetig bei mir entwickeln. Das gefällt mir besser, als wenn es auf einmal so eine Explosion gibt. Und so kann ich halt immer noch hier mich um die Kommentare kümmern und zu Kommentaren auch immer antworten und so weiter. Und der Anteil der Neulinge, sage ich mal, oder Frischlinge, die gerade eben frisch erst eingestiegen sind, meine Art und wie das hier läuft, noch nicht so ganz kennen. Ja, dieser Anteil ist eben immer relativ klein. Und ich habe ja auch in euch Hilfe, wenn mal wieder jemand nach mit Textile-Pack fragt, dann kommt häufig schon jemand von euch und schreibt ihn hier, das ist das von Downey, dass ihr mich da also unterstützt. Damit sich halt die neuen Leute, die neuen Abonnenten, die neuen Zuschauer bei mir recht schnell wohl und heimisch fühlen. Denn das sollen sie alle. Ihr sollt euch ja alle bei mir wohlfühlen, ne? Ja, hier haben wir noch von Dysfunction kam es auch noch. Dummheit. Ach so, nee, da. Genau. The Philip Bernd, wie ihm wird's hier wohl vielen gehen. Er guckt natürlich auch Gronkh. Ich gucke auch Gronkh, natürlich. Und finde ihn auch für mich gut. Ja, ist ein
toller Kommentator. Mag man zu seinem Gameplay meinen, was man will. Ich finde ihn auch manchmal ein bisschen verpeilt. Hat aber auch immer wieder seinen Reiz, muss ich ehrlich sagen, wenn man eben zum Beispiel mitkriegt, dass er ohne Holz oder ohne Werkzeuge oder ohne Fackeln in irgendeine Höhle reintobt. Und man weiß, okay, er wird es dann irgendwann merken. Ne? Das hat auch was. So hat eben jeder Let's Player, Let's Schauer seine Stärken und Schwächen. Punkt sind immer die Fans und bei Gronkh sind es einfach so viele und so schnell so viele geworden, dass da eben das nicht so wachsen konnte. Ja, und da gibt es halt eben immer Durcheinander. Man kann eben auch einfach zu schnell wachsen. Ja. Ach, das haben wir. Ja, Gronkh hat ja inzwischen ein Machtwort gesprochen, sogar über zwei Folgen verteilt. Das hat er richtig pfiffig gemacht. Und auf seiner eigenen Seite, wie gesagt, steht schon drin, wenn man seinen Senf dazugeben will, gleich rechts, bitte keine erster Kommentare, bitte keine Beleidigung, pipapo. Ja? Da hat sich also was getan. War ehrlich gesagt auch überfällig. Ja, hier hat jemand auf einen Schlüsselreiz reagiert. Ja? Wenn ich so die Kamera schwenke, geht also das Schild vor der Hütte kurz durchs Bild und er meinte also da Nutte gelesen zu haben. Das ist leider alles, was von dem gesamten Video da bei ihm hängen geblieben ist. Beziehungsweise, was eben stark genug war als Reiz, um das auszulösen, dass er also hier einen Kommentar hinterlässt. Alles andere hat das nicht geschafft. Schade eigentlich. Jawohl, alte 4 Games hat er ein Video gemacht an Gronkhs Abonnenten, damit ziemlich Staub aufgewirbelt und dann gab es auch nochmal einen Kommentar von Downfall of Minecraft zu seinem Duke Nukem Let's Play. Ja, hat sich damit dann also auch den Hass von seinen Fans zugezogen. Das scheint aber auch mittlerweile abgeklungen zu sein. No, da hat Gronkh also wohl einmal dazwischen gefunkt. Und ja, es geht tatsächlich, ja, dass also einem Gronkh auch persönlich antwortet. Der Mann liest also wirklich die Kommentare bei sich da auf dem Kommentar und macht das mal. Schaut euch mal von einer der älteren Folgen, so 250 oder so, mal die Kommentare an. Das ist wirklich grausam, durch was der Mann sich da alles durchkämpfen muss. Oder seinen Praktikanten sich durchkämpfen lassen muss. Ah, vielleicht hat er da auch jemanden für ihn, der das alles aussortiert. Ja, Thema Gronkh, Thema Gronkh, Thema Gronkh. Hier haben wir nochmal Obi-Wan Kenobi mit Jungfrau von Orleans. Das Zitat gegen Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens. Dann das andere Tier, der Bücherwurm. Da habe ich ja später noch drüber gesprochen. Ja, ne? Gronkh kann eben aus jedem Mist was machen. Der Mann könnte auch eine Tischtennisplatte let's playen. Über 20 Folgen und das würde passen. Oh. Zack, 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 zack. Hier haben wir wieder einen längeren Kommentar von Sony 840. Ja, wo er eben auch nochmal zu Dings, zu Gronkh Stellung nimmt. So, jo, danke hierfür auch nochmal. Die Klicksom-Affäre, ja, um Gottes Willen. So, dann kommen wir schon zur 108. Nein, das, haha, ja, das 500-Abonnenten-Video. Ja, da habe ich mir einen kleinen Scherz ein bisschen erlaubt. Mit euch musste natürlich einfach improvisieren und war ganz froh, dass ich halt da diese Welt noch in der Hinterhand hatte, wo ich einfach mal ein bisschen was probiert habe, wo ich dann halt diese schöne, wirklich schöne Hütte mir gebaut habe. Die Starthütte, die ich dann eben hier halt zum Download angeboten habe, als Schematic. No? Das ist ja erfreulicherweise auch alles gut bei euch angekommen. Fangesänge hier auf den Rängen. Zack.
Ja, ey Dutchman, ich finde deine Let's Plays auf jeden Fall besser wie bei Gronkh. Vorsicht, ich mache kein Let's Play, ich mache ein Let's Showplay. Wesentlicher Unterschied, wie ich ja schon mal erklärt habe. 100. Folge war echt saugut, danke. Ja, die ist ja auch gut angekommen, die 100. Folge. Ja. Adieu mit Ö von Adieu. Ne? Darauf spiele ich hier immer an. Und was sagt er hier? Boom. Wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir. Ja, vielleicht könntest du mal meinen Kanal erwähnen. Wegen mir hast du auch 13 Abos. Also 13 Abonnenten hat er zu mir geschickt. Lugi75 3951, da haben wir's. Klick, schauen wir mal auf den Kanal rauf. Jetzt abonnieren. Aha. Hey Yokai, weißt du Jugendliche noch, damals, mit wo wir gelesen Unsinn im haben? Sinn. Ja, schaut mal. Okay, also Kanal vorgestellt kurz. No, wie ihr ihn findet, wisst ihr ja jetzt. Ihr macht das einfach genauso wie mir, wie ich es gerade gemacht habe. Ne? Klickt einfach hier auf seinen Namen, dann kommt er auf seinen Kanal. Bei den Kommentaren. Ich schaue jetzt da nicht weiter vorbei. Vielleicht nochmal später privat, sozusagen. Ja, die Frage wieder, wie ich das mit der Map mache, habe ich im Toolbox-Video erklärt. Auf die möchte ich nochmal hinweisen. Da erkläre ich also eine ganze Menge. Da habe ich also noch einiges geplant und auf der Liste, was ich da an Videos machen möchte. Wie man zum Beispiel einfach mit Movie Maker sich einen einfachen Vorspann machen kann. Warum ein Vorspann und wann ein Vorspann sinnvoll ist, wozu der gut ist. Werde ich dann auch nochmal ein paar Worte dazu verlieren. Jawohl, Pitbull 1900 war tatsächlich der Erste, der gratuliert hat, nämlich in den Kanalkommentaren. Schönen Dank dafür. Hast es verdient, danke dafür. Fünfmal Daumen hoch der Kommentar hier, sechsmal Daumen hoch der Kommentar von Minenarbeit. Qualität setzt sich eben durch, das kann man genauso an dich zurückgeben, lieber Vorbuddler. Ja, du bist ja auch inzwischen auf dem besten Weg. Und, zack, schöne Welt hast du da gefunden. Stadtnähe, kein Schnee. Naja, es liegt halt daran, wie man baut. Achso, das Häuschen. Ja, geht ja um die andere Welt hier. Stadtnähe, kein Schnee. Häuschen ist auch klasse. Ja. Zu MC Edit gibt es ein hervorragendes Tutorial auf dem Kanal von D4L Minecraft zu finden in meinen Empfehlungen. Ja, da hatte ich doch glatt vergessen, hier darauf hinzuweisen. Auf ein gutes MC Edit Tutorial. Wie gesagt, bei D4L Minecraft findet ihr da was. Da wird von Anfang an beschrieben, wie man also mit MC Edit umgeht und wie man auch solche Schematics in seine Welt importieren kann. Das zeigt er dann einmal mit meiner Färberei und meinem Strand oder meinem Strandhaus. Meine Färberei hat er sich schon vorher mal geschnappt. No. Ja, das hier auch an. Ups. Ja. Ja. Das meine ich übrigens hier mit, dass sich also meine Abonnenten hier gegenseitig helfen. Ne? Obi-Wan Kenobi schreibt hier eben für Kristall und. Entschuldigung. Weist eben hier darauf hin, MC Edit von D4L Minecraft, dass man das da empfehlen kann. No, und wie man halt die Welt speichert. Danke, damit unterstützt er mich natürlich auch, indem er hier anderen Leuten hilft, die in den Kommentaren Fragen stellen, Fragen haben, wie man was macht. Ja. So, und da. Genau, na, hier richtig schön geholfen. Daumen hoch dafür. Danke, Obi-Wan. Und herzlichen Glückwunsch, zack, quasi aber auf den Kanal geschaut, hast du 100% verdient, Qualität zeige ich hier auf. Zeitreisender, jawohl. Na, du warst ja bei der Mitbauaktion in der 50. Folge, warst ja der mit der Erste, der da überhaupt geantwortet hat. Na, von daher auch nochmal an dich schönen Dank. Sony 840, 500 Abos, 1000 bekomme ich mit Sicherheit auch noch voll. So, Cedinator Let's Plays, jawohl, kenne ich auch noch aus Trackmania-Zeiten. Ja. Auch an dich schöne Grüße, Daumen hoch oder viel Glück mit deinem Kanal, dass sich da auch was für dich tut. Ja.
Und da, ich ein Spieler dahinter, danke. Dein Dreidaum von ihm, von Dysfunction hier nochmal. Jawohl, so gefällt das. Und dann sind wir auch schon fast auf dem aktuellen Stand. 108. Folge, 13 Kommentare. Ja, eigentlich ist es toll, dass du nicht über 5000 Abonnenten hast, denn hier geht es gesittet und geordnet zu. Danke, das hat er ja schon mal angesprochen. Na, es wird natürlich früher oder später so weit kommen, dass ich halt einfach wegen der Fülle der Kommentare nicht mehr so viel oder so aktiv da sein kann, Anfragen oder Kommentare beantworten kann. Deswegen bin ich also froh, wenn mich da Leute wie Obi-Wan und Sony 840 und andere, die halt schon länger auf meinem Kanal sind, wenn die mich da unterstützen und dann eben zum Beispiel so eine einfachen Fragen mit beantworten, dass ihr euch da gegenseitig helft. Deswegen bin ich auch froh, dass sich das bei mir so langsam entwickelt, aber eben stetig, na, damit eben nicht auf einmal so ein Schwung reinkommt, sondern dass man eben hier noch möglichst mit allem hinterherkommt und möglichst lange auch mit allem hinterherkommt. Irgendwann wird es einfach nicht mehr zu schaffen sein. Das ist leider so. Da könnt ihr aber auch jede Menge dazu beitragen, indem ihr also euch wirklich ja versucht auf sinnvolle Kommentare und Fragen euch zu beschränken. Wie gesagt, klassisches Beispiel: Erster kann man sich sparen. Ja. Okay, Frage nach dem Texture Pack wird relativ häufig immer noch vorkommen. Ich werde mir einfach angewöhnen, das in die Beschreibung reinzuschreiben. Wann gibt's die Welt zum Download? Kommt irgendwann auch noch was zu. Aber tipp schon mal, wenn ihr Fragen habt und die in einem Kommentar stellen wollt, schaut einfach mal ein paar Videos vorne und hinten die Kommentare durch. Da steht meistens schon was. Es wird ja doch recht häufig immer wieder dasselbe oder ähnliches oder angesprochen. Daumen hoch, Lob. Ja, wenn ihr einfach nur sagen wollt, hey, geiles Video, gefällt mir mal wieder richtig gut, schaut euch einfach einen Kommentar an. Ist da schon einer dabei, der genau dasselbe sagt wie ihr, dann peng, Daumen drauf. No? Daumen hoch setzen. So kann man das natürlich auch machen, ne? Geht natürlich nicht verloren. Euer Daumen hoch, der zählt natürlich auch, weil wenn ein Video viele positiv bewertete Kommentare kommt, taucht es natürlich auch häufiger rechts auf. Ne? So eine Sache zum Beispiel. Was haben wir hier noch? Ja, wie gesagt, das also mal zu dem Thema gesagt. Ah, hier, Pitbull 1900 hat sich das Ziel gesetzt, unter jedes neue Video einen Kommentar zu schreiben. Hoffentlich einen guten. Na, wenn nicht, wie gesagt, finde einfach einen guten Kommentar, der dir gefällt, mit dem du übereinstimmst und dann einfach klick hier, positiv abstimmen. Dafür sind die Dinger da. Ja. Ja, Corvette oder Corvette, es dreht sich ja nicht um den amerikanischen Sportwagen, sondern um ein Segelschiff oder ein Kriegsschiff-Typ. Also im Deutschen wird der Corvette ausgesprochen mit dem E am Ende und im Englischen und Französischen Corvette. Ja, ohne das E hinten nochmal zu betonen. Das wird nur nochmal leise so angehaucht, um halt das T zu beenden. Dann, ja, hier, Sony 840, denk mal, keiner ist sauer, wenn mal ein, zwei Tage keine Folgen kommen. 30 Minuten-Folgen, also mit voll längeren Folgen beglückt. Specials kann man sich auch nochmal anschauen. Ja, natürlich, das ist auch immer noch ein Tipp wert. Wenn ich es mal nicht schaffe, täglich ein Video hochzubringen, dann schaut euch einfach nochmal die Specials an. Vielleicht das 100-Abonnenten-Special oder eben in die Trackmania-Videos oder die Toolbox. Da ist ja immer auch noch was Interessantes dabei, was ihr sicherlich so noch nicht gesehen habt, wo ihr euch inspirieren lassen könnt. Ja. Ja. So. Ha, TFL Minecraft. Ja, so, genau, so könnt ihr das machen, wie es hier gemacht wurde beim Kommentar von DFL Minecraft. Na, darauf habe ich gewartet, also auf mein 500-Abonnenten-Special. Na, liegt da mit seinem HTC im Bett, seinem Smartphone, guckt sich das Video an. Na, und hier, neun Daumen hoch für den Kommentar. Das hat also neun Leuten gefallen. Neun Leute machen das genauso, wie auch immer. Na,
So, da brauchen das nicht nochmal 8 Leute extra zu schreiben, sondern es reicht dann hier einfach einen Daumen hoch zu geben für den entsprechenden Kommentar. Oder auch hier, natürlich kann man es auch dann extra kommentieren, wie Daniel aus MG. No. So, dann sind wir ja schon fast auf dem laufenden Stand, Folge 109. Ja, was ich auch erfreulich finde, sind die View-Zahlen. Wie die sich hier entwickeln, gerade mit den Minecraft-Folgen. Wenn die 2, 3 Tage oben stehen, kommen die fast alle an 500 Views heran. Finde ich richtig gut. Folge 109 war ich auch überrascht, wie schnell da das erste 100 Views oder die ersten 100 Views zusammenkamen. Mittlerweile schon 240. Und das Ding ist noch nicht mal 24 Stunden oben, jetzt wo ich also den Kommentar hier. Danke, ich sollte mal wieder etwas trinken. Ich glaube, das wird heute wieder so eine Mammutfolge. Egal, da müssen wir durch. Folge 109. War das Quasselwasser, was ich da gerade getrunken habe? Folge 109. Wir sind jetzt auf dem Laufenden. Deine Videos sollten viel mehr Views haben. Kriegen sie schon noch? Keine Angst. Ja. Aber ihr wisst ja, was ihr da für mich tun könnt. Na, favorisieren, Daumen hoch und so weiter. Wieder mal sehr gute, wenn auch leider kurze Folge. Ja. Dafür wird es heute etwas länger. Headset. Mal sehen, wie es jetzt durchhält. Hält diese Folge. Stimme ist momentan eben auch ein bisschen rau und war am Anfang der Aufnahme auch sehr tief, richtig schön im Keller. Da vibriert natürlich so ein leichtes Mikro. Hören wir mal, wie sich das nachher anhört. Ja, neue Map wird es irgendwann wieder mal zum Download geben. Ja, 600 Abos. Dann nächste Woche schauen wir mal, was draus wird. ob wir sie am Donnerstag oder am Sonntag haben. Na, für die Mühe, die du gemacht hast, hast du zu wenige Views. Ja, ist halt das Schicksal eines Geheimtipps. Was soll man machen? Ich fühle mich allerdings ganz wohl dabei. Na, und mit vielen Views gibt es halt eben auch viele Kommentare. Viele davon nicht so gehaltvoll. Das sieht man ja bei Gronkh, wie das da geht. Und da finde ich es also so, wie es jetzt ist und hier ist, schon besser. Ja, Neptuns Dank, da wird also wahrscheinlich eine Hansekogge ins Hafenbecken gebaut. Ja, die ganzen Diamanten. Ich hab's doch geschrieben. Hier, ich habe sie in Höhlen und Truhen gefunden. Na? In den Höhlen natürlich. Ihr wisst ja, ich habe 5 oder 6 Höhlen vom Kaliber der Hühnerhöhle, wenn man die mal als Maßstab nimmt, weil es ja doch die bekannteste Höhle ist in der deutschen Minecraft-Community. Also von diesem Kaliber habe ich etwa 5 oder 6 auf meiner Map. auch in der Version, die zur Folge 50 heruntergeladen ist. Na, da gibt es einmal die Riesenmine direkt unterm Strandhaus. Auf Puerto Vallarta gibt es eine kleine Mine, die ist nicht besonders erwähnenswert. Aber am Fort Detritus gibt es eine Riesenmine, die sich da durchzieht. Und unter der Färberei gibt es eine Riesenmine, die auch alle so groß sind ungefähr wie die Evil Chicken Höhle, die runtergehen bis zur Lava, zum Obsidian. Und natürlich beim Kaninchenhügel. Da gibt es auch nochmal eine Riesenmine. Dann bei der Pyramide gibt es auch eine Riesenmine, die runtergeht bis zum Obsidian, bis zum Bedrock auch, bis zur Lava. Und das sind schon mal 6. Ja? Da kommt natürlich was zusammen. Und natürlich, die Leute, die die Welt zur Folge 50 heruntergeladen haben, was gebaut haben, mir die Welt wieder zurückgeschickt haben, die haben natürlich was in den Truhen hinterlassen. Na, und da habe ich also die Sachen teilweise zusammengesammelt ein bisschen und mit dem Einbau ihrer Sachen, also mit der Halle, mit der Quelle des Wassers, mit der Quelle der Lava, ich mach's immer falsch, Entschuldigung, Zeitreisender. Und Karabatamana und natürlich Neptuns Dank. Da hatte ich halt auf einmal Truhen in meiner Welt, in denen schon was drin war. Unter anderem eben auch Diamanten und so weiter, die sich halt die Leute besorgt haben, die da gebaut haben. Ob und wie die das nun gemacht haben, ob nur mit Inf-Edit oder Too Many Items oder sowas, ist ja alles egal. Hauptsache sind Items und Sachen drin, die mit der Vanilla-Version, also ohne Mods,
funktionieren. Ja, dass ich da also jetzt auch hier fließendes Wasser in den Kisten drin habe, was man eigentlich nicht so abbauen kann, sondern wo man halt einen Eimer braucht. Oder eben hier diesen Sponge, den ihr da gesehen habt, den Schwamm, den man eigentlich auch nicht so kriegt. Das hat sich also irgendjemand mal mit Too Many Items da reingeklopft. Und genauso hat sich jemand einfach auch seine Diamanten wahrscheinlich für seine Werkzeuge gemacht und da halt die überzähligen Diamanten halt in der Kiste liegen lassen. So bin ich also an das viele Material gekommen. Und immer dran denken, ich habe das mit dem Boot aus meiner ganzen Welt dahin gekarrt, um das zu sammeln. Neptunsdank. Ja? Das war auch nochmal eine Arbeit. Da habe ich also wirklich 3 Realzeit-Tage alleine immer mit dem Boot unterwegs und da am Material hin und her schaffen. Ja? So komme ich also dazu. Ja, erstens mal habe ich viele tiefe Höhlen und Minen schon auf meiner Map, ne? Da also doch einfach mal zur Strafe bitte alles abklappern, was ich da zur Folge 50 veröffentlicht habe in der Welt. Da habt ihr erstmal ein bisschen was zu tun, ne? Und dann gibt's die Frage nicht mehr. Ne? Okay, also ich arbeite immer noch ohne Inf-Edit oder Too Many Items, wie der Mod heißt, sondern ich mache mir mit meinen Ressourcen schon Arbeit. Ja. Ja. Und wenn ich sie, wie gesagt, hier halb mit MC-Edit halbwegs, sage ich mal, mir verschaffe und dann aber einmal quer durch meine Weltkariole mit dem Krempel. Ja. Naja, soweit so gut. Wir sind also jetzt hier wieder auf dem laufenden Stand. Ich muss nachher mal gucken, wie lang die Aufnahme tatsächlich geworden ist. Eventuell teile ich die auch einfach irgendwo wieder, dass wir da 2 Kommentarvideos haben. Ja, wenn das Ding zu lang ist. Ach ja, ich muss zusehen, dass ich jetzt auch wieder hier weiterkomme mit den nächsten Folgen in Minecraft. Ich weiß noch nicht genau, was ich da als nächstes machen werde. Aber ihr werdet es erfahren. Bis dahin, adieu mit Ö.